herzlichen Applaus für Christian Eichner. Hallo. Christian, schön, dass du da bist. Gerade noch im Stadion gewesen. Ja. Schon mal so einen Spielverlauf erlebt in deiner Karriere? Nee, selten. Vor allem, dass so ein spektakuläres Tor halt gezählt hat und ich habe es leider nicht gesehen. Sie haben sich aber gerade noch mal angeschaut. Was haben Sie gedacht, als Sie es gesehen haben? Ja, dass solche Geschichten, glaube ich, nur der Fußball schreibt. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie der DFB da entscheiden wird. Jetzt zeigen sich ja Spieler nach so einem Spiel, wo es eben auch Fehlentscheidungen gab, immer sehr diplomatisch mit den Schiedsrichtern. Wie haben Sie sich über solche Fehlentscheidungen geärgert? Ja, ich war eigentlich auch eher der ruhigere Typ. Also ich hatte da Mike Franz an meiner Seite, der dann eher der impulsivere Typ war in der Zeit. Und ja, da habe ich ihm den Vortritt überlassen.